Also wir haben hier die Nebenfruchtform des Brandkrustenpilzes. Ja, hier unten drin siehst du diese weißlichen, cremeweißen Bildungen. Das ist hier die Nebenfruchtform. Hier werden ungeschlechtlich Sporen gebildet. Okay. Die Nebenfruchtform erscheint oft zuerst, ne, auch hier in diesem Fall. Die Nebenfruchtform wirkt auch als Parasit schon an lebenden Bäumen. Wenn der Baum dann abstirbt oder wie hier gefällt wird, dann kommt dann später erst meistens die Hauptfruchtform zum Tragen. Hier diese schwarzen Gebilde. Auch diese schwarzen Gebilde sind ganz nah verwandt mit den Kohlenbeeren. Das sind wieder solche Sammelfruchtkörper mit eingesenkten Kugelpilzen, mit Peritheten. Siehst du an diesen Pünktchen, die man hier am Rande sieht. Ja, in der Schwarze die Hauptfruchtform mit den Schläuchen und den Sporen drin. Brandkrustenpilz ist der Name. Heute ist die lateinische Bezeichnung Kretzschmaria deusta. Ja, hieß auch schon Hypoxylon deustum oder Ustulina deusta, so habe ich es noch gelernt. Aber heute Kretzschmaria deusta. Okay, danke. Bitte, gerne.